Brutaler Angriff aus der Luft. Hier attackiert ein Adler ein Rentierbaby. Immer wieder fliegt er an. Die Mutter versucht noch, ihr Junges zu schützen, doch hat kaum eine Chance. Diese Aufnahmen macht Risten Inga Ära Ende April im Norden Norwegens, oberhalb des Polarkreises. In Bild schildert sie die dramatischen Momente. Ich habe dieses schöne, neugeborene Rentierkalb gesehen mit seiner Mutter. Also habe ich mein Handy genommen und angefangen zu filmen. Es ist herzerwärmend, die ersten neugeborenen Kälber zu sehen. Es hat nicht lange gedauert, bis wir die Adler haben herumfliegen sehen. Sie begannen, um das Rentier zu kreisen. Einer von uns ist losgefahren, um die Adler zu verscheuchen. Doch bevor er das Kalb erreicht, ist es bereits tot. Für Risten Inga Ära herzzerreißend. Sie ist eine der Rentierhirten hier oben im Norden. Wir hatten drei neugeborene Kälber und wir fanden alle drei getötet von den Adlern. Adler haben sehr lange Krallen. Sie durchstechen die Lunge des Rentiers, sodass es nicht mehr atmen kann. Oder sie verletzen das Tier woanders, dann infizieren sich die Verletzungen und das Kalb stirbt dadurch. Schon im Winter macht es der Klimawandel für die Sami immer schwerer. Hier, ein paar hundert Kilometer entfernt, müssen die Hirten die Rentiere immer öfter füttern. Eigentlich graben sich Rentiere durch den Schnee, fressen zum Beispiel Flechten. Doch der Klimawandel sorgt für mildere Phasen im Winter. Statt konstantem Schnee regne es zwischendurch, berichten die Sami. So bilde sich Eis und die Rentiere kämen immer schlechter an Nahrung. Der Frühling soll für Risten Inga Ära dann die beste Jahreszeit sein, erzählt sie im Bild-Interview. Eigentlich. Seit der Attacke Ende April haben die Hirten schon weitere tote Kälber gefunden. Dabei kommen die meisten Kälber erst in den nächsten Wochen zur Welt. Das Problem mit den Adlern variiere je nach Region, erklärt Jennifer Steen vom norwegischen Forschungsinstitut NINA auf Bildanfrage. Rentierhirten erhalten vom Staat Entschädigung, wenn sie nachweisen können, dass die Tiere von Adlern getötet wurden. Die norwegische Umweltbehörde hat rund ein Drittel der Entschädigungssummen für große Raubtiere für den Verlust von Rentieren durch Steinadler ausgezahlt. Da Steinadler hauptsächlich Kälber erbeuten, entspricht dies wahrscheinlich einer Entschädigung für etwa 5000 oder mehr Kälber, die Steinadler jedes Jahr töten. Gut erforscht sei die Jagd der Adler auf Rentiere aber nicht. Wie viele Kälber ein Adler im Jahr tötet, lasse sich kaum zuverlässig sagen. Für uns Rentiermenschen bedeuten die Rentiere alles. Sie sind unser Leben. Sie geben mir so viel Freude, besonders wenn kleine Rentierkälber geboren werden. Das ist das Beste. Es gibt zu viele Adler. Wir sehen sie überall. Der Adler ist auf der roten Liste in Norwegen, also können wir nichts tun, außer zuzusehen. Ich möchte gehört werden und dass die Leute uns glauben, wenn wir, die Rentiermenschen, sagen, da sind viel zu viele Räuber. Doch solche Szenen werden wohl auch weiterhin zum traurigen Alltag der Rentierhirten gehören.